Es ist sehr spannend, wenn ich... Als ich Thomas kennenlernte, ich weiß noch genau, wo das war. Es war an einem Treffen der Jugend Bern. Und wir haben zusammen gesprochen über Gott. Und er hat von diesem Buch gesprochen. Von der Bibel. Von diesem alten Buch, das die meisten kennen oder schon einmal davon gehört haben. Und wir haben den ganzen Abend über dieses Buch gesprochen. Und dann habe ich ihn eingeladen in eine Gruppe, in eine WhatsApp-Gruppe, wo wir immer uns getroffen haben und über dieses Buch gesprochen haben. Und Deborah ist auch mitgekommen, wie zum Beispiel auch der Fotograf, der hier ist, hat Deborah eingeladen und so habe ich sie kennengelernt. Und dann haben wir oft zusammen die Bibel studiert. Und ich habe festgestellt, dass die zwei eine wirkliche und enge Beziehung zu Gott haben. Dass sie Gott lieben, unseren Schöpfer. Und das ist etwas, das wir gemeinsam hatten. Und mir ist aufgefallen, dass sie einen Grund haben, wieso sie an diesen Gott glauben. Weil sie diese Beziehung hatten zu Gott. Nicht, weil sie es irgendwo hörten. Nicht, weil sie es irgendwo in der Schule gelernt hatten. Nicht, weil es ihnen als Kind in den Kopf eingebrannt wurde. Oder weil sie ihr Gehirn gewaschen wurde, wie man sagt heute, sondern weil sie Erfahrung gemacht hatten mit Gott, weil sie selbst angefangen haben, dieses Buch zu lesen. Ich möchte euch einladen, ich kenne die meisten nicht hier, die hier sind persönlich, und ich weiß nicht, ob ihr diesen Gott kennt, ich weiß nicht, ob ihr dieses Buch einmal gelesen habt, aber bevor ich beginne, möchte ich vorher beten, und ich möchte euch einladen, mit mir zusammen zu beten. Dass ihr einmal die Augen schließt, euer Haupt neigt und einmal einfach, auch wenn ihr vielleicht nicht glaubt, dass es einen Gott gibt, das ausprobiert. Beten ist ganz einfach. Ihr könnt in Gedanken mit Gott sprechen, wie ihr mit mir sprecht, wie mit einer Person. Und dass ihr ihn fragt, wenn es Jesus gibt, dass er euer Herz berührt, dass ihr ihn kennenlernen könnt. Und ich werde erst still sein, und im Stillen beten, damit ihr auch Zeit habt dafür. Und dann werde ich laut beten und abschließen. Lieber himmlischer Vater, wir haben uns hier versammelt zu diesem wunderbaren und freudigen Tag, um zusammen mit Thomas und Deborah zu feiern. Und Herr, wir wollen was von dir lernen. Wir wollen was von dir hören und wir möchten, dass du uns zeigst, ob es dich gibt. Dass wir sehen können, ob du existierst oder nicht. Und wir bitten dich, dass du unsere Herzen berührst, unsere Herzen öffnest, dass, wie du sagst, anwesend bist durch deinen Geist, dass du alles Störende fernhältst und dass du in unsere Herzen kommst und an unseren Herzen anklopfst, genauso wie du es sagst in Offenbarung 3. Ich möchte dich auch bitten, dass du meine Wort führst, denn ich glaube, es gibt keinen Prediger auf dieser Welt, wo es auch nur einen kleinen Sinn macht, dass er was sagt, wenn nicht du es bist, der es führt. So bitte ich ganz besonders, dass du es bist, der meine Worte führt, dass nicht ich spreche, sondern du die richtigen Worte gibst und dass es nach deinem Willen ist. Das bitte ich im Namen Jesu Christi. Amen. Es ist erstaunlich, dass wir in der heutigen Zeit zwei so junge Leute zu mir kommen und sagen, ich möchte, dass du an unserer Hochzeit eine Predigt hältst. Heutzutage ist doch andere Dinge wichtig. Bei den meisten Leuten wollen sie Party machen, sie wollen Spaß haben. Man spricht über andere Dinge, wie zum Beispiel vielleicht den Klimawandel, was jetzt aktuell ist, oder was auch immer gerade anstellt. Ich finde es sehr interessant, dass dieses Buch so viel hat,
Über Hochzeiten. Und ich habe ein bisschen rumgeschaut und ich habe gesehen, es steht so viel drin über Hochzeiten. Ich war richtig erstaunt, wie oft Hochzeit vorkommt in diesem Buch. Und Jesus macht einige Beispiele, damit er die Leute besser verstehen können, worum es geht. Und ich möchte, dass ihr die Bibel mit mir aufschlägt und ich möchte einen Bericht über eine Hochzeit anschauen. Das steht in Matthäus Kapitel 22. Matthäus Kapitel 22. Und da spricht Jesus. Und da steht im ersten Vers, da begann Jesus und redete wieder in Gleichnissen zu ihnen und sprach. Und der Punkt ist, Jesus hat immer in Gleichnissen gesprochen, in Beispielen, in Sinnbilden, damit es die Leute besser verstehen. Jesus kam vom Himmel aus einer perfekten Welt, wo es kein Hass gibt, kein Leid, keine Eifersucht, nur Harmonie, kein Tod. Und er kam in diese dunkle Welt, freiwillig, um uns zu retten. Das ist unglaublich erstaunlich. Denn wie kann man aus dieser perfekten Welt kommen und in diese Welt hier kommen, wo das Gegenteil ist, wo überall Krieg ist? Wie kann man diese Welt erklären, wie es ist im Himmel? Und das ist der Grund oder ein Grund, wieso er immer Beispiele gebracht hat. So wie wenn wir jemandem etwas erzählen wollen oder erklären wollen und wir merken, der versteht es nicht so richtig, dann machen wir Beispiele, um einen Punkt klar zu machen. Und Jesus sprach auch in diesen Gleichnissen. Und wenn wir weiterlesen, Vers 2, das Reich der Himmel gleicht einem König, der für seinen Sohn eine Hochzeit veranstaltete. Und er sandte seine Knechte aus, um die Geladenen zur Hochzeit zu rufen, aber sie wollten nicht kommen. Das heißt, er hat also Knechte gesandt, um Leute einzuladen, um Gäste einzuladen für diese Hochzeit. Und dann steht da weiter, aber sie wollten nicht kommen. Da sandte er nochmals andere Knechte und sprach, sag den Geladenen, siehe, meine Mahlzeit habe ich bereitet. Den Ochsen und das Mastvieh habe ich geschlachtet und alles ist bereit. Kommt zur Hochzeit. Sie aber achteten nicht darauf, sondern gingen hin, jeder auf seinen Acker, der andere zu seinem Gewerbe. Die übrigen aber ergriffen seine Knechte, misshandelten und töteten sie. Es ist unglaublich erstaunlich. Als ich das las, habe ich darüber nachgedacht und gedacht, wie kann es sein, dass Leute eingeladen werden zu einer Hochzeit, einem wunderbaren Ereignis, und sie sagen, nein, ich habe keine Zeit. Ich muss noch arbeiten. Ich habe keine Zeit dafür. Und ich muss meinen Acker pflügen. Und ich muss meinem Gewerbe nachgehen, meinem Geschäft. Es ist erstaunlich. Und mich freut es riesig, wenn junge Leute kommen und sagen, ich will, dass du von Gott sprichst. Und Jesus hatte damit anscheinend ein Problem. Er benutzt das, um ein Beispiel zu zeigen. Er sagt, im Himmel ist eine Hochzeit, wird eine Hochzeit vorbereitet. Und die ist viel größer und unglaublicher als jede Hochzeit aus dieser Welt. Und wir sind alle eingeladen, aber wie viele von uns sagen, wir haben keine Zeit. Vielleicht sagen wir, ich habe dann Zeit, wenn ich alt bin und pensioniert. Ich will jetzt zuerst heiraten, ich will mein Leben leben, ich will zuerst eine Familie gründen, ich will erst reich werden, ich will jetzt das schnellste Auto fahren, irgendwas. Und Jesus sagt, sie haben sogar die Knechte getötet, die Gott schickte. Das Interessante ist, dass wir das sehen in der Geschichte. Und wenn wir das Wort Knechte anschauen, übrigens, wenn wir die Bibel auslegen, und da waren alle, die Bibel übersetzt haben, einig, dass man die Bibel auslegen muss, indem sich die Bibel selbst auslegt. Also man verwendet die Bibel, um die Bibel auszulegen. Denn es gibt viele Symbole, und wenn man irgendwas da reininterpretiert, dann sagt der eine dies und der andere das. Und es gibt 100 verschiedene Theologien, und keiner weiß, was ist die Wahrheit. Aber sie waren alle einig in diesem Punkt, dass sich die Bibel selbst auslegt. Und wenn wir schauen, was ein Knecht ist, dann sehen wir in Offenbarung oder in Judasbrief, dass ein Knecht einer ist, der Jesus folgt, freiwillig. Und das heißt auch, dass Gott nichts macht. Das steht in Amos, Kapitel 3, Vers 7.
Und da steht, Gott macht gar nichts, außer er offenbart vorher seinen Willen, seinen Knechten, den Propheten. Gott hat Propheten geschickt und die haben von ihm erzählt. Und die haben erzählt vom Reich Gottes. Die haben erzählt, dass diese Welt gefallen ist, dass wir gefallen sind, dass er einen Retter schicken wird. Und sie haben sie umgebracht. Sie werden nicht darauf hören, sie werden ihr eigenes Ding tun. Und wenn das wahr ist, wenn dieses alte, verstaubte Buch wahr ist, was ich davon überzeugt bin, 100%, dann kann man das prüfen. Denn wenn hier steht, er tut gar nichts, also er sagt es vorher, dann müsste er ja vorher sagen, was passiert. Und das ist sehr interessant, denn es gibt in diesem Religionsbuch, wie in keinem anderen, Prophezeiungen, wo Gott vorher sagt, was passiert, bevor es passiert. Und er sagt in diesem Buch, dass man es prüfen kann, dass er Gott ist und keiner sonst. Denn er sagt vorher, was passiert, bevor es passiert. Das sind ganz krasse Aussagen, die man prüfen kann. Ich wünschte, ich hätte Zeit. Ich habe eine halbe Stunde gekriegt. Thomas muss mich stoppen, wann fertig ist. Ich wünschte, ich hätte Zeit, um all diese Prophezeiungen mit euch anzuschauen. Wir können eine kurz überfliegen, weil ich habe nicht Zeit, ins Detail zu gehen, aber wenn wir das Buch Daniel zum Beispiel anschauen, das ist voll von Prophezeien. Und wenn wir da ins Kapitel 9 gehen, dann ist prophezeit, wann der Erlöser dieser Welt kommt. Und wenn man dieses Datum ausrechnet, dann sehen wir, dass er den Dienst beginnen wird, 27 nach Christus. Wann wurde Jesus getauft? 27. Und dann steht, 3,5 Jahre später wird er das Opfer abschaffen. Er wird sterben und sich als Opfer hingeben für diese Welt. Für unsere Sünden. Und wann wurde er gekreuzigt? 31 nach Christus. 3,5 Jahre später. Und dann steht im Jesaja, das ist ein anderer Prophet, dass sein Volk, das er auserwählt hat, um ein Licht zu sein in dieser Welt, es ablehnen wird, aber die anderen werden es annehmen. Und diese Zeit ist bestimmt 3,5 Jahre später. Und was ist passiert 3,5 Jahre später? Sie haben Stephanus gesteinigt, der ihnen unter dem Heiligen Geist die Wahrheit gesagt hat. Und dann kam der Geist Gottes zu Petrus und er sagte ihm, geh zu Cornelius. Und das war ein Römer. Und Petrus wollte nicht gehen, sagte, nein, das ist ein Heide. Und Gott hat ihm erklärt, das nenne nichts unrein, was Gott rein erklärt hat. Und dann hat er gesehen, dass das prophezeit war und ist hingegangen und die Heiden haben es angenommen und die Juden haben es abgelehnt. Wisst ihr, was die Juden gemacht haben mit dieser Prophezeiung? Die Rabbis, die haben einen Fluch ausgesprochen über diese Prophezeiung. Die haben gesagt, wenn es jemand ausrechnet, der sei verflucht, denn sie wollen nicht, dass ihre Religion verschwindet. Denn wenn man es ausrechnet, sieht man, dass Jesus der Messias war und nicht ein anderer. Und es ist oft so, dass wir auf Menschen loshören, auf das, was ein Priester sagt oder ein Rabbi. Es gibt andere Prophezeiungen, zum Beispiel im Daniel Kapitel 2. Da hat der König Nebukadnezar, das war der König vom Neubabylonischen Reich, ihr findet in den Museen viele Dinge von ihm, er war ein sehr stolzer König und er hat einen Traum gehabt. Und er wusste, es ist ein wichtiger Traum, das war ein spezieller Traum. Aber er wusste nicht mehr genau, was er geträumt hatte. Und so hat er seine Weisen und seine Zauberer und Traumdeuter gefragt. Er bezahlte sie, dass sie ihm die Götter befragen für ihn, um ihm Weisheit zu geben. Und die sagen ihm, nein, wir können dir den Traum nicht sagen. Du musst uns erst den Traum sagen, dann können wir die Deutung sagen. Und er sagte, nein, ihr müsst mir den Traum sagen und die Deutung. Und dann merkt er, die können das nicht. Die haben die ganze Zeit ihn veräppelt. Er war clever. Und dann wurde er stinkig, er wurde richtig sauer und sagte, ich bringe jeden um von den Weisen. Und der Daniel war ein Gefangener von Jerusalem, der nach Babylon geführt wurde und er gehörte auch zu den Weisen. Und er war immer Gott treu. Und er sagte, das, was im Wort geschrieben steht, darauf stehe ich, das behalte ich, weil das hat mich immer bewahrt auf dem richtigen Weg. Und das ist interessant, wenn ihr euch an das haltet, in eurem Leben, in eurer Ehe, dann seid ihr immer auf dem sicheren Weg. Spielt keine Rolle in was. Wir sehen das bei Daniel. Er sagte, ich kann keine Kompromisse eingehen, wenn es darum geht, was ich esse. Oder seine Freunde auch. Sie sagen auch, ich kann keinen Kompromiss eingehen, wenn es um Anbetung geht. Sogar wenn es heißt, ihr müsst diese Statue anbeten, sonst sterbt ihr. Der König droht ihnen, ihr werdet sterben, wenn er es nicht tut. Und sie sagten, wir tun es nicht und sie wurden bewahrt.
Sehr interessant. Es ist spannend, wie Gott zu diesem König sprach. Denn der Traum, den er hatte, war eine Statue, wo alle Weltreiche vorausgesagt sind, die nach ihm kommen werden. Und Gott hat diese Sprache verwendet, die der König verstehen konnte. Er hat sich heruntergelassen auf sein Level, damit er es versteht. Und er hat ihm dieses Symbol von einem Götzen benutzt. Und da hat er gesagt, dass ein Reich kommen wird, das aus zwei Teilen bestehen wird, aus Medo und Persien, Medo-Persien. Und ein anderer Prophet hat sogar den Namen von dem, der kommen wird und sie vernichten wird, vorausgesagt, Jesaja. Über 100 Jahre vorher. Mit dem Namen, der war noch nicht mal geboren. Aber genau dieser kam zu dem Zeitpunkt und hat Babylon vernichtet. Und Babylon war so stolz, die hatten eine riesen Mauer und die haben sich so sicher gefühlt, dass sie das innere Tor nicht einmal geschlossen hatte. Aber der König von Medo-Persien hat den Fluss umgeleitet, den Euphrat, und sind durch das Flussbett reingegangen, genau wie die Bibel prophezeit hat. Und wer kam nach Medo-Persien? Wer kennt sich aus in Geschichte? Es war ein großer König von einem Land, das es noch heute gibt und berühmt ist. Es war Alexander der Große mit Griechenland. Und das sehen wir im Kapitel 8 und Kapitel 9 sogar mit Namen vorausgesagt. Hunderte von Jahren vorher. Und Alexander der Große kam und hat in unglaublicher Geschwindigkeit die ganze Welt erobert. Und wir können es prüfen. Gott hat es gesagt und danach ist es passiert. Und dann heißt es, dann kommt ein Reich, das geht so brutal vor und ist extrem hart. Es wird beschrieben wie Eisen. Und was kam nach Griechenland? Rom. Das Römische Reich, das Eisenreich. Und wir sehen, diese Weltreiche, die existiert hatten, um das Volk Gottes herum, wurden vorhergesagt. Und dann heißt es, aus diesem Reich, das war jetzt zur Zeit von Jesus, dann heißt es, da kommt erst ein Abfall aus dem Christentum. Das Christentum wird korrumpiert werden. Und es wird dasselbe Problem geben wie bei den Juden damals. Und sie werden wieder Kompromisse eingehen. Sie werden sich vermischen mit dem Heidentum. Und Paulus schreibt davon im 2. Thessalonicher Brief. Es ist spannend, denn dort steht, dass der Mann der Sünde kommen wird, der Mensch der Sünde. Und in Daniel Kapitel 2 sehen wir auch eine Vermischung von diesem Eisensystem, dieses römische System, mit dem Ton. Das Symbol, ist was verwendet wird, ist Ton. Und was bedeutet Ton nach der Bibel? Wir müssen die Bibel sich selbst auslegen lassen. Und in Jeremia 18 steht, wurde gerufen von Gott, Jeremia wurde gerufen von Gott und er sagt ihm, geh zum Töpfer. Und er hat dem Töpfer zugeschaut. Ich weiß nicht, ob ihr schon einmal einem Töpfer zugeschaut habt. Vielleicht habt ihr selbst schon mal getöpfert oder ihr habt mal zugeschaut oder mal gesehen, wie sie es in der Antike gemacht haben. Heute geht es elektrisch. Damals musste man von manuell angeben. Man nimmt einen Klumpen Ton, dann braucht man Wasser und dann kann man das formen. Und Jeremia hat zugeschaut, wie der Töpfer diesen Krug geformt hat, dieses Gefäß, und dann ist es nicht gut geworden. Und dann hat der Töpfer das wieder zusammengemacht, neuen Klumpen, und neu geformt. Und dann sagt Gott, kann ich nicht so umgehen mit euch, mein Volk? Also das ist Gottes Volk, Gottes Kirche, Gemeinde. Und ist nicht genau das passiert, dass die Staatsmacht sich vermischt hat mit einer Kirche, mit der Kirche unter Konstantin? Genau das ist passiert. Geschichtlich gesehen ist die Bibel absolut richtig. Und daraus entstand die römisch-katholische Kirche. Es wurden Dinge eingeführt, die sogar die Bibel wurde verboten, dass man es liest in der eigenen Sprache. Es wurde eingeführt, dass man Statuen anbeten, obwohl die Bibel sagt, man soll keine Statue anbeten. Es wurde eingeführt, dass man an den Tag haltet, den Sonntag, und die Bibel sagt, man soll den Sabbat halten, den siebenten Tag. Das ist schon einmal passiert. Es gab einen König in Israel, der ungehorsam war gegen Gott. Und das Volk wurde getrennt und dann wurden 10 im Nordreich und 2 im Südreich. Und der König des Nordens, der hatte Angst, dass die Leute zurückgehen nach Jerusalem ins Südreich. Und er hat gesagt, ich nehme einen anderen Tag, nicht der Gott gesagt hat. Und ihr braucht nicht dorthin zu gehen, ihr könnt dieses Kalb anbeten. Ich gebe euch sogar 2, eins im Süden, eins im Norden. Da müsst ihr nicht nach Jerusalem gehen.
Und wir sehen, wie sich die Geschichte rollt. Und dann hat Gott Leute gebracht, die die Wahrheit sagten, wie Tyndale, der die Bibel übersetzte in Englisch, und Martin Luther in Deutsch. Und der diese Dinge ansprach und zeigte, dass das nicht biblisch ist. Wisst ihr, es gibt sogar Prophezeiungen, die in die heutige Zeit gehen. Denn es ist prophezeit, dass dieses System für 1260 Jahre regieren wird über die Welt. Und das war 1798 vorbei. Und wann wurde der Papst abgesetzt? Damals, 1798, genau dann. Und die weltliche Macht wurde ihm weggenommen. Und dann heißt es, zu dieser Zeit wird ein neues Reich entstehen. Und das ist wie ein Lamm. Das Lamm ist Symbol von Jesus, eine christliche Nation. Und es wird nicht durch Krieg entstehen, wie bei den anderen, sondern ein Mord, wo wenig Völker sind. Zu dieser Zeit ist die neue Welt entstanden. Amerika, eine christliche Nation. Und dann heißt es, diese Nation wird sich ändern. Sie wird sprechen wie ein Drache. Sie wird dasselbe machen wie das katholische System im dunklen Mittelalter. Sie wird ein Abbild sein, ein Bild machen von dem Feuer. Wenn ich euch jetzt frage in der heutigen Zeit, gegen wer haben die Katholiken Kreuzzüge geführt? Gegen welche Religion? Gegen Islam. Sie haben auch Christen verfolgt. Aber sie haben offiziell Krieg geführt, im großen Stil gegen Islam. Amerika führt heute Kreuzzüge gegen Islam. Die katholische Kirche hatte damals ein System eingeführt, damit sie jeden kontrollieren können. Denn man musste beichten bei einem Menschen an die Sünden, die man vor Gott begangen hat. Und der Mensch hat gesagt, ich kann dir die Sünden vergeben, was Blasphemie ist nach der Bibel. Aber damit wussten sie jedes Geheimnis von jeder Person und konnten jeden erpressen. Sie haben also jeden abgehört. Wissen wir nicht, dass Amerika auch jeden abhört? Jedes E-Mail, jedes Telefonat? Spätestens seit Snowden wissen wir das. Die Geschichte wiederholt sich. Also das Prinzip, das hier steht in der Bibel, in Prediger 3, Vers 15, alles, was ist, war schon einmal und alles, was sein wird, war auch schon mal und Gott holt das Vergangene wieder hervor. Das ist so spannend. Und Gott sagt, ich habe eine Hochzeit bereitet für euch. Jeder kann teilnehmen. Aber das Problem ist, wir sind Verbrecher. Keiner ist gerecht, nicht einer. Steht im Römerbrief. Das heißt, wir haben Gottes Gesetze übertreten. Und ich habe viele Atheisten gefragt bis jetzt. Sei mal ehrlich. Es gibt tausende von Gesetzen in der Schweiz. Keiner hält alle. Und je mehr Gesetze wir haben, umso mehr Probleme gibt es. Gott hat 10 Gesetze, 10 Gebote, nur 10. Wenn jeder nur 10 halten würde, ganz ehrlich, wir hätten keinen Krieg, wir hätten kein Leid, kein Hass, keine Eifersucht, gute Familien, intakte Familien. Und wenn wir es aus der richtigen Motivation haben, nämlich aus Liebe, das ist das, was die Bibel sagt. Denn der Charakter ist Liebe. Wieso soll ich meinen Nächsten nicht töten? Weil ich ihn liebe. Kann ich jemanden lieben, kann ich jemanden töten, den ich liebe? Warum soll ich nicht Ehe brechen? Sag ich zu meiner Frau, die ich liebe, oh, ich liebe dich, aber ich brauche dich nur 6 Tage die Woche. Einen Tag brauche ich jemand anders. Ist das Liebe? Das Wort Liebe in Deutsch wird so verzerrt und falsch dargestellt wie kein anderes. Und die Bibel ist so klar. Das Neue Testament ist in Griechisch geschrieben. Und im Griechischen gibt es mehrere Worte für Liebe. Eros ist die fleischliche Liebe zum Beispiel. Und es gibt Phileo, das ist die Bruderliebe, die wir haben untereinander. Und dann gibt es Agape oder Agapeo, die von dieser Liebe spricht. Eine selbstaufopfernde Liebe, die Jesus vorgelebt hat. Dass man alles gibt für eine Person, ohne dafür etwas zu erwarten. Von dieser Liebe spricht Gott. Das Problem dabei ist, wir haben alle gelogen. Wir haben alle diese Gebote gebrochen. Wir haben alle gestohlen. Mindestens eins haben wir gebrochen. Ich glaube, ich habe alle gebrochen. Ich war der Schlimmste. Ich sage nicht, dass ich besser bin. Keiner ist gerecht. Ich habe erst angefangen, das zu verstehen, als ich zu schnell Auto gefahren bin.
Und ich bin nicht ein bisschen schnell Auto gefahren, ich bin sehr, sehr schnell Auto gefahren. Ich bin oft sehr gerne sehr schnell Auto gefahren. Und ich wurde auch oft mal geblitzt oder verfolgt mit Blaulicht. Und sie haben mich ja angehalten. Die haben gesagt, du hast dieses Gebot, dieses Gesetz gebrochen. Und ich musste eine Buße bezahlen. Ich wurde sogar verurteilt für Gefängnis auf Bewährung. Das heißt, wenn es noch einmal passiert in dieser Frist, dann muss ich ins Gefängnis. Und das Interessante dabei ist, ich konnte nicht sagen, ja, aber ich habe so viel Gutes getan. Ich habe meine Mutter geholfen. Ich habe dieser Frau über die Straße geholfen und ich habe jedes Mal den Blinker gesetzt. Wisst ihr was? Das galt gar nichts, denn ich war immer noch schuldig, bis ich den Preis bezahlte. Das Problem ist, wir können unseren Preis nicht selbst bezahlen. Denn wir sind alle Übertreter. Wenn wir verurteilt sind als Verbrecher und ein anderer Verbrecher ist auch verurteilt für dasselbe, kann der zweite Verbrecher kommen und sagen, ich nehme die Strafe von dem. Sagen wir, die Strafe ist die Todesstrafe. Kann ich dann sagen, ich nehme den Tod für dich? Das kann nur jemand machen, der nie gesündigt hat, der nicht dasselbe Verbrechen begangen hat. Und genau das hat Gott gesagt. Wir wurden verführt, er hat das gesehen. Und er ist gnädig und er hat gesagt, ich selbst komme runter auf diese Welt. Und ich sterbe für dich. Ich nehme die Strafe, ich gebe mein Leben. Es gibt keine größere Liebe als das. Ihr müsst einmal wirklich, denke einmal wirklich darüber nach. Und ich möchte jetzt zum Abschluss, denn ich denke, ich bin vermutlich schon über die Zeit. Ich möchte zum Abschluss kommen. Zum Abschluss, überleg dir einmal, hat Gott vielleicht auch schon an deine Herzenstür, an deine Tür Leute gebracht, die zu dir gekommen sind, Knechte, und die gesagt haben, es gibt eine Hochzeit, ich möchte dich einladen dazu. Und ihr habt gesagt, nein, das interessiert mich nicht, ich habe keine Zeit. Vielleicht wart ihr sogar aggressiv gegen diese Leute. Vielleicht habt ihr böse Worte benutzt gegen diese Person. Jesus sagte, du kannst nicht nur jemanden umbringen, indem du ihn ermordest, sondern indem du böse Gedanken hast gegen jemanden. Vielleicht habt ihr auf diese Weise die Person sogar umgebracht. Aber ich möchte jeden ermutigen, wenn ihr das noch nie getan habt, gebt diesem Buch eine Chance. Nehmt es aus dem Regal. Lest einmal Matthäus 24 und schaut diese Welt an. Ist es nicht genau das, was heute passiert? Lest einmal, was im Timotheusbrief steht. Und fragt euch, ist es nicht genau die perfekte Beschreibung für diese Welt heute? Man könnte es nicht besser sagen. Letzte Woche hat jemand in der Schweiz eine Frau auf die Schiene geschmissen, auf die Bahnschiene. Man weiß nicht mal der Grund, ohne Grund. Und es wäre nicht besser. Und die Bibel sagt, dass Gott dieses Problem auf dieser Welt einmal beheben muss. Denn die Liebe wird erkalten, dass die Menschen nur noch böse sein werden. Und Gott sagt, kehrt um davon, damit ihr nicht verloren geht. Nehmt diese Rettung an. Nehmt dieses Angebot an, das ich euch gebe. Kommt an meine Hochzeit. Und euch möchte ich sagen, schaut, dass immer Jesus an erster Stelle ist in eurem Leben. Denn wie er sich schon bestätigt hat in eurem Leben und in meinem Leben, hat sich das immer als wahr herausgestellt. Wenn du, Thomas, immer Jesus an erster Stelle hast und du, Deborah, immer Jesus an erster Stelle hast und der Partner an zweiter Stelle, dann seid ihr auf der sicheren Seite. Denn Jesus wird nur das Beste für euch. Vor allem für eure Ehe. Und zum Abschluss möchte ich euch einladen für ein Gebet, dass ihr euer Haupt neigt und dass wir zusammen beten.